Hey guys, euer InSmash wieder hier am Drücker. Mit einer neuen Aufnahme von Fall Guys. Nach etwas längerer Zeit, wobei davon werdet ihr eh nichts merken, weil ich noch viele Parts auf Vorrat habe und ich die noch nicht hochgeladen habe. Egal, wir haben nämlich jetzt in Fall Guys ein kleines Halloween-Special und bis ich das hochladen werde, ist Halloween längst vorbei. Aber egal. Und wie immer, nicht alleine. Wer ist denn dabei? Janu hier, hi. Hallo. Ja, Keanu und Hallo sind hier. Nein, Nobara. Keanu war jetzt schon länger nicht mehr hier bei Fall Guys mit dabei. Dann dachte ich mir, es wird mal wieder höchste Zeit. Ja, wie gesagt, Halloween Special. Ihr Süßigkeiten-Diebe. So, aber da Halloween ist, finde ich, müssen wir uns erstmal korrekt anziehen. Beziehungsweise erstmal hier die Leute einladen. Müssen wir gucken hier. Da haben wir den Keanu. So, einladen. So, Einladung ist gesendet. Ich hoffe, die kommt auch an. Yep. Ja, schön. Sprachchat aktivieren. Nein. Nein. Danke. Dass das einem immer noch gefragt wird. Dumm. Auch wenn ich hier Nein nicht mehr anzeigen antippe, wird sowieso jedes Mal angezeigt. Blöd. So, Nobara habe ich auch eingeladen. Da ist sie auch schon. Aber ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Blödes Sprachchat-Ding. So, okay. Wow, ich bin ein Vogel. Ja, dass du einen Vogel hast, das ist nichts Neues für mich. Wow. So, gucken doch mal, dass ich mich hier erstmal richtig einkleide hier für Halloween. Ich habe nichts wirklich Halloween-mäßiges, aber bei Halloween kann man sich ja sowieso für alles Mögliche hier irgendwie einkleiden. Eigentlich kann man sich für alles einkleiden. Dann habe ich schon das perfekte Outfit. Ich bin gerade am Überlegen, was habe ich in der letzten Aufnahme mal gezeigt gehabt, beziehungsweise was hatte ich in der Aufnahme bis hierhin jetzt noch nicht gehabt. Ich würde mal behaupten, hier dieses Raumfahrer angucken. Ach, wisst ihr was, komm, ich mache hier einen auf Catgirl-Weltraum-Ranger. Dann passt das schon irgendwie. Okay. So, zack, hier, so. Wie würde das aussehen? Ne, passt nicht so wirklich. Dann haben wir das hier noch. Süßes Röckchen, dass auch jeder weiß, dass ich eine weibliche Bohne bin. Farbe. Ja, komm, nehmen wir das hier. Eine Bohne sieht eher aus wie so ein Splatoon-Feld. Ein Splatoon-Feld? Ja, wegen diesem kosmischer Klecks heißt dieses Muster tatsächlich. Okay. Klingt nach dem Final-Boss-Kampf in Splatoon 3. Oh, sorry an alle, die ich gespoilert habe. Ich könnte Halloween überspringen und ein Weihnachtskostüm anziehen. The fuck? So, jetzt noch das Gesicht anpassen. Ja, würde ich sagen, nehmen wir das hier. Oh, was süß. Ehrlich, nehmen wir das hier. So, jetzt bin ich gespannt, wie habt ihr euch eingekleidet? Ja, jawohl. Bei Nobara ist echt einfach schon mal Weihnachten. Wie gesagt, ich hab's das letzte Mal nicht mehr gespielt, also ich hab nix. Oh. Ja, du hast dich als Fall Guys Bohne verkleidet, so, fertig. Ja. So, Süßigkeiten-Diebe. Ich meine, den Modus hätten wir schon mal im Let's Play gezeigt, allerdings hat das hier jetzt so einen kleinen Halloween-Flair. Ich hab keine Ahnung, was ich da machen soll. Ah, okay. Also es ist komplett neu für dich. Wie gesagt, seit dem letzten Mal, seit es das erste Mal rausgekommen ist, habe ich es nicht mehr gespielt. Dann könnte das vielleicht dezent interessant für dich werden. Und Nobara, das ist ein interessantes Kostüm. Ich überlege, was ich nehme, aber mir fällt nur der Vogel ein, er ist am besten. Wir machen 3, 4, 5 Runden, dann kannst du ja für jede Runde ein anderes Kostüm anziehen. Werde ich auch machen. Es ist den Vogel. Alles klar. Also du bist ein abstürzender Vogel. Ja. Ich bin ein Vogel, der nicht fliegen kann. Also ein Pinguin. Ja. Du Flügellama-Geier.
Er kann tatsächlich in dem Spiel auch nicht fliegen. So, Keanu, also es geht jetzt darum, wir sind zwei Gruppen. Die eine Gruppe muss Süßigkeiten klauen, die andere Gruppe muss die Diebe aufhalten, um es mal kurz zu fassen. Ich glaube, okay. Man muss Augäpfel sogar klauen. Ja, ja, das sind so Augäpfelsüßigkeiten. Wenn du einer dieser Süßigkeiten-Diebe bist, kannst du L gedrückt halten, also jetzt in meinem Fall hier, was bei dir steht, keine Ahnung. Mhm. Dann bist du unsichtbar und die Patrouille kann ich nicht sehen. Oh, ich bin ein Bonbon-Dieb. Yay. Meistens ist man im gleichen Team. Und wir müssen die Bonbons hier zum Ziel bringen. Sind wir jetzt alle Diebe? Ja, wir sind alle in einem Team. Cool. So, jetzt ich möchte Augäpfel stehlen. Woran erkenne ich denn die Bonbons? Die sind das so sind ziemlich auf der anderen Seite. Du musst aufpassen, dass dich die Patrouille nicht grabbt oder so. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass wenn unsere Kollegen hier gefangen wurden, dass wir zur Mitte der Stage rennen können, um einen Knopf zu drücken, damit wir wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Ich sehe überhaupt keinen Bonbon. Oder sind das diese Äpfel? Wie greife ich die denn? So als ob du jemanden grabben würdest. Welche Taste war das? Ich habe den Pro-Controller, erklär mir. ZR. Ah, okay. Ich war gerade so damit beschäftigt, Keanu zuzuhören, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass ich meinen Augapfel verloren habe. Passiert. Und wo bringe ich die Augäpfel genau hin? Zum Ziel, da wo wir gestartet sind. Da in diese gelben Löcher. Ach, da rollen die rein, okay. Genau. Alter, okay. Hier fallen bei mir Hotdogs vom Himmel. Im Gegensatz zu der ersten Variante, wo wir im Let's Play gespielt haben, gibt es hier sogar noch Wurmlöcher. Solche Portale. Okay. Ich schmeiß mal die ganzen Augäpfel bei euch da vor die Füße. Do it. Oh. Oh, da kommt ein Würstchen. Mini-Würstchen. Scheiße. Wurde dir geschnappt? Ich wurde geschnappt, ja. Einer war hinter mir her und dann ist auf einmal mir einer entgegengekommen. Könnte einer vielleicht irgendwie Mitte zur Stage und den Knopf drücken, damit wir alle rauskommen? Ich versuche es. Versuch's. Renn, Keanu! Renn! Ja! Ich brauche schon mal zwei Augen. Wir müssen noch sechs Bonbons müssen wir einsammeln. Ob wir das in der Zeit schaffen? Wir haben noch nicht mal eine Minute. Ja, ich habe zu lange gebraucht, um zu verstehen, was ich hier machen soll. Nein, ich wurde eingesperrt. Ja, bei Kernus ist ja verständlich, dass er da noch nicht checkt, wie das hier alles funktioniert, wenn es das erste Mal ist. Das ist schnell. Ja. Eingesperrt. Ja, draußen. Ich hol mal noch ein paar Augäpfel. Oh, hier ist noch ein Augäpfel. Noch ein Bonbon. Ich bin zu fett. Was hast du jetzt gesagt? Schaffen wir nicht mehr. Nein, er hat das rausgerollt, den Augapfel. Nein. Alter, so eine Sackfalte, ey. Oh, ich hätte es geschafft, aber den Augapfel weggetreten. Och. Schade. Wer war denn das von denen? Nobara. Die weggetreten haben. Ja. Wer hat den weggetreten? Irgendeiner von denen. Ich weiß es nicht mehr. Es waren alle drei halt da. Was? Scheiße. Ja, das ganze Team war plötzlich mitten mal da. Holy shit. Es war einer, den hat den weggetreten und dann kamen die anderen alle. Aber hey, ich hab Augäpfelpunkte gekriegt. Yay. Yeah. Yeah. Ja. Muss ich das halt per Tastatur bestätigen, blödes Spiel. So, dann ziehe ich mich nochmal um. Oh, jetzt hole ich mal eine Belohnung ab. Ich habe einen neuen Banner gekriegt. Yeah. Oh, der Banner ist super. Das sieht aus wie so eine Geisterversion von der neuen Weiterentwicklung von Dicta aus Karmesin und Purpur. So ein bisschen, oder? So, Das Video, was wir da letztens hochgeladen haben, dieses anderthalb Minuten Video, nur um Geist-Pokémon vorzustellen,
Ich mach mich jetzt bestimmt voll unbeliebt, wenn ich das jetzt sage, aber ich finde diesen neuen Geisterhund einfach nur total hässlich. Yay, plus eins. Ich so konnte mit dem aber auch nichts anfangen, weil ich fand, dass er sich eingraben konnte. Wenn wenigstens diese Flamme einfach direkt so ein Haarschopf wäre, aber nö, warum dachten die sich, yo, wir klatschen dem jetzt eine Kerze auf den Kopf? Der macht halt das Satanskreis, du brüllst hier halt einfach nur ein und dann kannst du da so einen Kreis ziehen und Leute beschwören. So, ich ziehe eine Kerze auf den Kopf, es ist ein Döner. Was? Das ist so eine Geburtstagspforte, ja. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Ach, lass mich in Ruhe. Was ist, wenn ich den die Kerze auspuste? Stirbt der denn auch? Das ist nicht Glumanda. Also ich wollte es gerade sagen. Das ist nicht Glumanda, nur Vara. Ja, mit Doppeltod. Fällt besser. So, ich mache jetzt mein Pinguin-Outfit. Dass ich so stolz bin, für das ich Geld ausgegeben habe. Wow. Stolzes Geld. Und eine stolze Banane. Da Halloween eigentlich voll das spaßige Gruselfest und wir tauchen auch hier als Pinguin und Banane. Rolling, wir sind blau, rot, gold. Hey, wir sind die Primärfarben. Geil. Ja. Wir können uns mischen. Unter die Leute. So, jetzt bin ich gespannt, sind wir jetzt die Patrouille, also die Wächter, oder sind wir wieder die Diebe? Ich will die Diebe sein. Also als Patrouille muss ich die nur grabben, die Gegner. Ja, als Patrouille musst du die nur grabben. Ja, okay. Ja. Ich bin Dieb, yeah. Geil. Ja. Ja, diese Pendel rumschwingen ist aber auch neu. Und zwar sind es immer diese Flipper-Arme gedöns, keine Ahnung. Was ist mit mir? Auf einmal bin ich irgendwo im Nirgendwo gewesen. Bitte was? What the fuck? Bist du in ein Wurmloch gesprungen? Der hat mich bekommen! Ja! Ah, okay. Hallo, Miku, hört der, der eine Typ da in unserem Team heißt einfach nur Ha-Saiyan. Ha-Saiyan. Wo sind die Saiyans? Oh, hi. Na, Rote. Fallschutz, 15 EXP, was? Hä? Bitte was? Ich hab gerade aus irgendeinem Grund 15 EXP bekommen, okay? Ist okay. Wird schon so stimmen. Ja, Nobara packt mich an, Fallschutz, 15 EXP. Ja, Nobara packt darf gerne mal Leute mal an. Oh. Hast du nochmal XP bekommen? Ey, wenn man dadurch leveln könnte, ne? Immer drauf treten, aber feste. Das war cool. Also das wär cool, wenn das so gehen würde. Boah, da ist jemand so intelligent und wirft die Augäpfel nach vorne. Alter, wie krass geil ist dieser Typ bitte. Ich war so intelligent und bin voll in den Gegner reingerannt, ey. Das war nicht so krass geil. Scheiße. Ich hol mal. Nein! Hä? Ich versuch mal hier euch zu befragen. Okay, da ist gerade keiner. Los, auf den Knopf drücken! Augäpfel! Autsch. Ja. Nein! Weil ich jetzt so richtig blöd in das Wurmloch gefallen bin. Alter, ich bin Hände so intelligent. Hätte ich nicht so ein Reaktionsvermögen von so einem Nudelholz. Nein, da steht einer und versteckt sich an der anderen Seite. Dann hätte ich mich nochmal hier befreien können. Oh, hi, Nobara. Uff. Hi. Nein, Nobara und ich zusammen in einem Käfig. Ich hab die Banane, du den Pinguin. Banane und Pinguin. Was sind das wieder für kranke Fetische, die du da hast? Yay! Yay! Oh, nur noch ein! Oh, komm, den kriegen wir jetzt noch hin. Ich werde gerade verfolgt, ich kann nicht. Nein, steh auf, du dämlicher Pinguin. Oh, nein. Gott sei Dank, ey. Oh. Oh. Ich bin eine blaue Banane, was? Yay, so, ich bin ein Pinguin und gebär jetzt erstmal ein Alien. Oh ja, der Alien hört sich gut an. Ein Pinguin, das ein Alien auf die Welt bringt, finde ich gut. Ein Palien. Ein Painien. Oh yeah, wieder Augenpunkte.
Oh, ich habe 3 Level-Ups gemacht. Wow. Die Umarmung von Mobara hat's gebracht. Ich bin die nur angehüpft. Man könnte es sexuelle Belästigung nennen oder leveln. Nobara? Bist du ein Sonderbonbon? Wahrscheinlich. Ich verteile Sonderbonbons mit Schläge. Boah. So. Wo ist mein Katzenarsch? Nehmen wir jetzt. Muss mal ganz kurz mein Popo suchen. Wie habe ich den nicht als Favorit, oder? Wie sich das anhört, ich muss meinen Popo suchen. Ah, da, jetzt habe ich meinen Arsch gefunden. Ey, sind hier wieder. Ach, egal. Ich habe meinen Arsch gefunden. Ja, Arsch frisst Hose oder was? Ja. Ich bin richtig einfach nur richtig dörpig. Nobra ist einfach nur süß dörpig und Keanu hat sich mal wieder lang gemacht. Ich bin süß. Ich bin eine lange Bohne. Ich hab Flügelchen und ein Hörnchen. Was sollst du eigentlich darstellen? Irgendein Katzen-Unicorn-Thing? I don't know. Ich bin Brötchen-Cat mit Einhorn. Vermischt. Ich bin irgendein Alien-Typ, Nobara ist ein Katzen-Unicorn-Ding und Keanu ist einfach eine Wurst. Ich bin lange ein Lulatsch. Zwischen Einhorn und Katze, also bin ich eine Einhorn-Katze geworden. Ein Einhorn-Katze. Wow. War das jetzt ein Mix aus Viren und Miauen? Ja. Nicht gut. Wow. Okay. Was bin ich? Wer bin ich? Oh, ich bin ein Wächter. Ein Wächter, verdammt. Seid ihr auch Wächter? Ja, weil wir in seinem Team sind. Ja, kann ja sein, dass vielleicht mal gemixt wird oder so. Natürlich stehe ich neben Keanu. Wo bin ich? Danke. Was mache ich hier? Das war ein Kompliment. So, ich bleib mal hier bei den Bonbons. Bei den Augäpfeln. Round. Ich hab ihn. Ja. Nein! Irgendeiner hat mir ein Auge geklaut. Wie sich das anhört. Das hört sich eklig an. Ha! Ich hab jemanden gegrabt. Irgendjemand hat mir ein Auge geklaut. Immer noch besser als hat mir jemand die Haare gelöscht? Ich hab noch einen gegrabt. Ah, ich hab noch einen gegrabt. Alter, was ist denn los hier, ey? Ich schnapp sie mir alle. Gotta catch them all. Ich seh nix, blöde Wand. Wir machen hier die Süßigkeiten auf unserer Seite. Ich weiß aber nicht, wo die ganzen Leute sind. Ah, oh, da kommen sie angewackelt. Nein, ich bin ins Wurmloch gefallen. Oh, nee. Oh, doch. Boah, jetzt bin ich von einem Pinsel aufgeschlitzt worden. Ich nehm hier jedes Pendel mit. Lass mich in Ruhe. Ich hab dich nicht angefasst, du hast mich angefasst. Ja. Du kannst deine Griffe wieder nicht von mir lassen. Keanu, ich weiß, dass du es nötig hast, aber warte noch, bis die Aufnahme vorbei ist. Oh Mann. Schnapp ihn dir, Smashy. Ich versuch's. Ah, ich hab ihn. Oder? Nö, der Kollege hat ihn geschnappt. Alles klar. Ich renn hier mal einfach um das Ding rum. Oh, renn hier einfach mal rum. Upsala. Ich hab einen. Muss aber gleich noch einer aufkreuzen, so wie die Räder da drehen. Oh, Mist, mir ist da einer voll entgegengelaufen. Der ist mir entwischt. Mensch, Junge, spring doch mal. Du Hölle, ich hab dich doch berührt. Nein! Kommst du her, du Wiesel? Alter, ist der Intelli-Klug, ey. Intelli-Klug. Ah nein, da hinten in der Ecke. Nein! Ich krieg den nicht. Ich hab ihn.
Niemand klaut hier mit meiner Augäpfel weg. Ein Oberer. Hi. Ich habe meine ganzen Augäpfel verteidigt. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Und ich habe die Jungs auf Trab gehalten. Du hast ja nur ein Augäpfel geklaut. Yay! Ich bringe hier haufenweise Alien-Babys auf die Welt. Ich bin die ganze Zeit um diesen Knopf rumgerannt. Sehr gut. Nobara hat die Bonbons verteidigt. Ich habe die Jungs auf Trab gehalten und Keanu hat den Ausbruchsknopf da verteidigt. Haben wir uns gut verteilt. Ah, geil, ich habe 3700 Punkte gekriegt und 100 Augenpunkte. Kann ich schon? Nein, ich kann nur süßer Dieb da haben. Ich muss nur noch ein Level abmachen, dann habe ich das geile Raumfahrerkostüm. Oh, dieses glitzernde? Ja, genau das. Das Unterteil habe ich schon. Ich brauche jetzt nur noch das Oberteil. Was könnte man denn als nächstes sein? Oh ja, hier.